mal wieder ein schönes Unboxing von ganz vielen Sachen und auch von einer Sache, die eigentlich gar nicht dazugehören sollte, aber ist jetzt leider in ein Paket gelandet, aber naja, egal. Ja, was alles drin ist, steht ja in der Beschreibung. Ich mach's einfach mal auf. Dann gucken wir mal, womit wir als erstes anfangen. Ich würde mal sagen, erstmal mit den kleineren Sachen. Ups. Ja, super. Okay, anscheinend so. Ah, hier, perfekt. So. Operation gelungen. Karton tot. Oder wie es heißt. Genau, hier haben wir einmal das super schöne, tolle, nicht mehr ganz so neue, aber naja, Logitech G35 Headset. Dazu komme ich dann gleich. So, was haben wir hier noch drin? Ein hässliches Englischbuch, was ich für die Schule brauche, das keinen interessiert. Deswegen wird es direkt weggeworfen. Nein, Scherz. Und ja, das Pokémon X und Pokémon Y Lösungsbuch. In der Folie. Yeah. Dann solche behinderten Kackzettel hier, die keiner braucht. Und dann einmal solche durchsichtigen Hammer Spielhüllen für den 3DS, also für 3DS-Spiele. Weil ich leider so viele 3DS-Spiele habe, dass meine Spielhüllen, die ich bis jetzt habe, nicht mehr ausreichen. So, Karton beiseite. Ja, dann gucken wir uns erstmal die Spielhüllen an, würde ich mal sagen. Oder was meint ihr? Einfach mal aufmachen. Wenn es denn gehen würde, wenn es nicht schon wieder geklebt werden würde, worden sein hätte. Finger in den Arsch. Okay, das letzte habt ihr jetzt nicht gehört, aber. So, jetzt geht auf. Ja, die Karton geht auch beiseite. Dann haben wir so ein hässliches Plastikzeug, was zum Glück gut aufgeht. Und die 5 Spielehüllen, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, habe ich. Ja, so sieht sie aus. Ganz normal, so wie man es kennt. Bisschen größer als die vom normalen DS. Ich versuche meine aufzumachen hier mit der So. Ja. Ich denke mal, das 3DS-Spiel reinpacken. Ich habe jetzt leider gerade. Doch, habe ich. Einen Moment. Ich mache das Pokémon-Spiel hier raus. So. Und zu. Und es passt gut rein. Wenn es fokussen würde, würdet ihr es auch sehen. Ja. Gut. Das dazu, da gibt es ja nicht viel zu sagen. Die sind ganz normal, die haben auch nur so 3 Euro oder so gekostet. Brauchte ich halt einfach nur, weil ich immer alle Spiele dabei habe und ich packe die immer in meine Tasche rein, in meine 3DS-Tasche. Und da ist es immer gut, wenn man solche Hüllen hat, weil die dann nicht zerkratzen und so. So, ja, das dazu packe ich das mal beiseite. Einfach wegschmeißen. So. Gut, dann haben wir hier natürlich das Pokémon X und Pokémon Y Lösungsbuch. Es wird geliebt, es wird gehasst, es gibt geteilte Meinungen, aber ich finde es gut. Ich habe es mir vorher so ein bisschen angeguckt im Internet, weil ich ja schon gehört habe, dass es so ein bisschen geteilte Meinungen gibt. Diesmal eine Schere. Aua. Und deswegen habe ich es mir halt vorher so ein bisschen angeguckt näher, was da alles drin ist an Informationen. Ach, das reicht, den Rest kann ich reißen. Und ich habe es eigentlich doch für mich relativ gut gefunden. Vor allem, dass man halt auf jeder Route halt eine Karte hat und so weiter und dann genau beschrieben ist, wo welche Items zu finden sind, welche Pokémon da zu finden sind, welche Trainer da zu finden sind, welche Monster wollte ich schon sagen, welche Pokémon die Trainer dort haben und welche Level die sind, welche Attacken die können, glaube ich, steht da alles mit drin. Ist klar, findet man jetzt eigentlich auch im Internet, wenn man es so sucht. Aber es ist halt oft auch vieles unvollständig, bis jetzt zumindest. Und ja, deswegen habe ich das hier gekauft. Ja, das ist DIN A4. Denke ich mal, glaube ich. Einen Moment. Ja, es ist etwas kleiner als DIN A4.
Ja, das hat irgendwas mit 200 Seiten oder wie viel sind das hier? Genau, 240 oder so Seiten hat das. Sieht halt cool aus so. Und das war's dann auch. Oh nein. Ja, es gibt hier viele Sachen drin. Ein Trainerhandbuch natürlich, so ganz Standardsachen, wie Pokémon funktioniert. Ja, dann hier eine komplette Karte. Ups, ist nicht ganz auf dem Bild. Eine komplette Karte und so weiter. Ich zeige jetzt ja auch nicht zu viel, weil das wäre doof. Ja, dann gibt es hier so, werden die einzelnen Sachen wie Supertraining, Pokémon Ami und sowas, werden hier einzeln nochmal alle erklärt und so weiter. Und dann gab es natürlich den Lösungsbuch für die Lösungsweg für die Story, dass man sie zu 100% durchspielen kann. Die brauche ich jetzt nicht mehr, schon lange nicht mehr, aber ja, dafür die ganzen anderen tollen Sachen, die da noch drin sind. Ach so, als Info, irgendwann im nächstes Jahr Januar, also 2014 im Januar oder sowas, soll ein neues Buch rauskommen, das ungefähr irgendwas mit 700 Seiten oder so hat. Also, glaube, das werde ich mir dann auch nochmal kaufen. Da müsste dann ja auch so Pokédex-mäßig und alles was drin sein, Attackenliste und alles. Ja, ach, das Coole daran finde ich auch, dass dort alle TMs aufgelistet sind und wo man sie finden kann und so. Halt solche Sachen, die richtig nützlich sind, finde ich. Ja, dann kommen wir zu dem Hauptstück und teuersten Stück, dem Logitech Headset. Ja, das Headset hat jetzt so 105, 106 Euro gekostet. War doppelt so teuer wie das alte Gammelding. Naja, was heißt Gammelding? Das war eigentlich voll gut, aber es ist ja leider durchgebrochen. Vielleicht habt ihr es in dem Video gesehen, in dem Review davon. Geh auf, so. Ja, da ist es halt durchgebrochen oben am Bügel. Deswegen habe ich mir jetzt das Logitech geholt. Das ist etwas teurer. Naja, doppelt so teuer, aber naja. Und das hat halt oben so eine Metallschienenbügel-Dings. Werdet ihr ja gleich sehen, wenn es dann rauskommt hier. Auch weg. So, man sieht hier so schön schon so ein bisschen so. Kann man ein bisschen luschern. Oder wie ihr es nennen wollt. Anscheinend muss man das auch nochmal aufmachen hier. Irgendwie, wie geht das auf? Hallo? Ah, hier an der Seite muss man es einmal so aufschneiden. Denke ich mal, dass es das war. Und ja, es geht auf. Perfekt. Dann holen wir das Ding nochmal raus. Das werde ich nämlich auch sofort gleich benutzen und so. Natürlich erst Software installieren, weil hat ja 7.1 Surround und so. Der Karton ist extrem wabbelig. Wollt ihr den angucken? Vorne ist halt Logitech drauf. Dann ist hier an der Seite, was eigentlich so ist, stehen hier so ein paar, weiß nicht, ob das jetzt Warnhinweise sind oder so. Dann sieht man das Ding nochmal von der Seite. Spiegelt jetzt ein bisschen. Ja, dann auf den anderen Seiten steht nicht viel draus, außer welches Modell das ist und dass es von Logitech ist. Hinten ist noch eine Beschreibung von den ganzen Features hier auf allen möglichen Sprachen. Und der Karton ist wabbelig. Ja, okay. Was haben wir hier drin gehabt? Einmal, ja, ein geiles Stück Pappe, was hier nervt. Ja, einmal das Handbüchle. Andersrum. In keine Ahnung welchen Sprachen. Ich guck mal nach. So. Das braucht man ja eigentlich nicht. Aber wer es cool findet, kann es haben. So, ja. Dann gucken wir mal, dass wir das nicht kaputt machen, sondern ordentlich auspacken. Und zwar wie folgt. Keine Ahnung. Anscheinend hier hochheben, aber ist es geklebt oder was? Nee, nur geklickt. Ja, hier ist anscheinend nichts mehr drin, außer so einer coolen, blauen, richtig epischen Pappe. Mal, dass hier nichts drin ist in dem weißen Ding, aber das werden wir dann nachher sehen. Ja, das Kabel kommt uns schon entgegen mit so einem Klettverschlussding dran. Das zeige ich euch gleich nochmal, wenn ich hier den Kleber abgekriegt habe. Meh! Okay, jetzt doktormäßig nicht am Kabel was verletzen. So, perfekt. Ich mache das ja auch für mich so ein bisschen als Sicherheit, diese Unboxings. Für falls das mal kaputt geliefert wird, das hatte ich nämlich schon mal bei einer 50 Euro Airsoft, also Software Gewehr.
Oder nee, das hat glaube ich 60 oder 70 Euro gekostet. Und ja, das wollte ich meinem Bruder halt zum Geburtstag schenken. Und da war das Ding einfach mal im Arsch. Gebrochen und so. Einfach geliefert worden. Egal. Andere Geschichte und da hat sie es halt noch nicht aufgenommen und ja, hatte ich viel Spaß beim Diskutieren. So. Oh mein Gott, fühlt sich das episch an. Okay. Ich kann euch da mal sagen, was mir direkt aufgefallen ist. Hier oben, das kann gar nicht brechen, weil das ist Gummi. Das ist einfach Gummi. Seht ihr das? Geil, ne? So. Ja, das Kabel erstmal ist so ein Stoffüberzug-Ding. Kennt ihr vielleicht ein bisschen vom Pullover, wenn ihr hier solche Dinge habt, vom Kapuzen-T-Shirt. So ähnlich sieht das so aus. So also ein bisschen. Ja, halt USB 2.0 Anschluss. Geht natürlich auch in 3.0 rein, aber bringt euch nichts. So. Die Ohrdinger sind hier ein bisschen verkrüppelt, aber das legt sich dann mal wieder mit der Zeit. Ja. Ach nee, da sind ja noch solche Inlays mit bei, ne? Warte mal. Die sind da bestimmt drin. Pass auf. Ha, habe ich direkt gemerkt, weil ich mir natürlich davor das schon angeguckt habe. Ja, siehst, hätte ich doch fast weggeworfen hier, die Dinger. Die waren da drin. Das sind solche Auswechselpolster hier hinten mit Klettband dran. Die kann man hier rausziehen, einfach so abziehen und neue reinmachen. In verschiedenen Dicken. So ist das hier, das ist das dickste, glaube ich, und das ist so dünner. Ich weiß nicht, welches jetzt hier drin ist. Aber ja, müsste dann passen. Es sieht für mich nicht besonders zu fett oder zu dünn aus. So, ja, dann kommen wir mal zu dem Headset an sich, würde ich mal sagen. Ja, hier oben sieht man nochmal schön das G35-Logo oder als Zeichen halt. Ja, die wackeln, kann man hier so ein bisschen hin und her wackeln, drehen. So kann man sie auch bewegen. Und natürlich ist hier ganz wichtig, wie man es schön glänzend erkennt, eine Metallschiene zum Verstellen. Das muss ich gleich nochmal gucken, was die perfekte Position für mich ist. Ja, bevor wir zu den Seitengedöns kommen, kommen wir vielleicht mal zum Mikro, was ja hier an der Seite ist. Wenn das hochgeklappt hat, dann passiert Folgendes. Das Mikrofon wird stummgestellt. Richtig cool. Man muss keinen Knopf drücken, kein gar nichts. Ja, man kann es natürlich auch runterklappen. Wenn man es dann runtergeklappt hat, so, und man hat dann so eine schlaue Mutter, die dann reinplatzt und wieder rumschreit, dass Essen fertig ist oder sowas, dann klappt man das Ding ganz schnell hoch und dann ist es gemutet. Gut, ne? Finde ich auch gut. Deswegen habe ich es auch genommen. Nein, nicht nur deswegen. Ja, wie gesagt, das hat Surround Sound. Man kann das hier auch verbiegen, so ein bisschen, wie ihr seht. So. Das bleibt auch ziemlich gut so und ist sehr geschmeidig. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als würde es dann direkt brechen gleich. So. Ja, die Dinger hier sind aus so einem ganz weichen, gepolsterten, ja, ich könnte jetzt sagen, Leder. Es ist wahrscheinlich Kunstleder. Ja, fühlt sich gut an. Es ist auch groß, hier für die Ohren geschnitten. Innen so ein bisschen, seht ihr das hier mit so einem orangen Rand. Dass es dann auch so ein bisschen gamertechnisch schnittiger aussieht. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zu diesen Seitendingern hier. Oder erstmal hinten. Man kann nämlich das Mikrofon hier auch manuell muten. Oder? Ach nee, das ist der Schalter für den Dolby Sound. Tut mir leid, sorry, muss mich korrigieren. Das ist Dolby ein aus. Nach unten ist an, nach oben ist dann aus. Ja, klick, klack. So, dann haben wir an der Seite solche drei G-Tasten oder G-Tasten. Die kann man in dem Programm, was man installieren muss oder sollte von Logitech. Ich weiß nicht, ob da jetzt eine CD dabei war, glaube aber nicht. Müsste man sich dann runterladen oder wird automatisch runtergeladen, ich weiß es ja nicht. Da kann man halt programmieren, ob man da zum Beispiel den Stimmverzerrer, ist richtig cool, da gibt es einen Live, also einen Realtime-Stimmverzerrer. Das heißt, man kann halt dann so eine Trollstimme, das hört sich dann so ein bisschen so an, oder halt so eine Eichhörchenstimme. Ihr kennt das wahrscheinlich von den Chipmunks oder wie auch immer, diese extrem hohen Piepsdinger, ich kann die jetzt nicht nachmachen, weil schwul und so. Ja, also das kann man dann halt live quasi umändern, seine Stimme. Das ist richtig witzig.
Das mache ich auch gleich. Ich zocke nämlich gleich noch eine Runde LOL mit und da schließe ich das Ding direkt an, installiere das alles und dann werfe ich mal diese Trollstürme an. Das ist bestimmt witzig. Ja, da kann man halt programmieren, was man will, zum Beispiel auch Play, Pause, vorwärts, rückwärts und so. Die Tasten fühlen sich gut an, auf jeden Fall. Das ganze Headset fühlt sich sehr gut verwertet an, muss man schon sagen. Da kann nichts brechen, so wie bei dem anderen, was ich hatte. Soos. Jetzt sage ich schon Soos. Nein, so. Hier ist der Mute-Button, den ich euch vorhin gesagt hatte. Hier. An, aus und so. Dann haben wir hier ein Rädchen. Das geht nicht, das ist keine Wippe, sondern ein Rädchen, wo man dann dreht, für lauter und leiser. Also der Ton. Ja, das war's mal dazu, oder? Wahrscheinlich werde ich irgendwann dann auch ein Review zu machen. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Wenn ich es denn lang genug benutzt habe, wird es das sicher auch von meiner Seite aus geben. Ansonsten könnte ich noch zusammenpacken hier, was ich alles so habe. Das habe ich. Und dann haben wir solche gimmeligen Hüllen. So, ich denke, das war's mal wieder für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Also haut rein, Leute. Ciao, macht's gut.